Posing Tutorial Nummer 10, die Latissimus-Pose in der Rückenansicht. Viel Spaß mit unserem Video. Auf die Latissimus-Pose gibt es nicht nur in der Frontansicht, sondern auch in der Rückenansicht. Wir zeigen euch heute, wie wir das Ganze sinnvollerweise aufbauen. Fußstellung ist so wie bei der Latt-Pose von vorne auch, dass die Fersen so weit auseinander stehen, dass im Prinzip eine dritte Ferse noch gerade eben dazwischen passen würde. Zehenspitzen sind wieder im 90-Grad-Winkel auseinander nach außen. Und dann baut man auch hier wieder erst im Unterkörper Spannung auf. Drückt auch hier wieder die Knie ganz leicht nach außen, um Spannung in den Beinbeuger, in die Wade hineinzubekommen. Zieht die Knie dann runter, Spannung wieder nach innen rein, bis Ferse, Knie, Hüfte eine Linie bilden. Und spannt dann noch den Hintern an, um Streifen, wenn man sie denn hat, zu zeigen. Und schiebt das Becken, die Hüfte dabei nach vorne rein. Das heißt, nicht mit dem Hintern nach hinten rausstehen, nicht wie eine Ente da stehen, sondern aktiv Arsch anspannen, Becken nach vorne reinschieben. Genau, so, wenn der Unterkörper dann steht, dann bringen wir jetzt den Oberkörper in Position. Die Latissimus-Pose von hinten ist insofern eine kleine Besonderheit, weil hierbei nicht nur das Endergebnis zählt, sondern auch so ein kleiner Zwischenschritt zählt. Wenn man jetzt hier nämlich die Hände schließt zu einer Faust und dann von vorne nach hinten durchzieht, ne, zieht man die Schulterblätter ganz hinten zusammen. Genau. Und dann in dem Moment, wo hier hinten, wo die Ellbogen ganz hinten sind, den Bauch unten anspannt, dann kann man hier unten bei entsprechender Wettkampfform natürlich hier unten Querstreifen erkennen. Im Fachjargon heißt das dann, man sieht hier den sogenannten Tannenbaum, weil der Latissimus hier verläuft und hier so eine Art tannenbaumförmige Struktur rauskommt, die durch diese Querstreifen halt aussieht wie ein Tannenbaum. Damit man das auch wirklich sieht, muss man erstens wirklich ganz aktiv die Ellbogen am Körper vorbei nach hinten durchziehen und damit diese Streifen wirklich rauskommen, aktiv hier unten den Bauch dagegen anspannen. Diese Streifen kommen nicht raus, wenn man nur den Rücken anspannt oder kommen nicht optimal raus. Und man will, dass das wirklich optimal aussieht. Ganz nach hinten durchziehen, Rückenmoment anspannen, Bauch anspannen, das so ein, zwei Sekunden halten. Und dann erst gehen wir in die Endpose, in die eigentliche Latissimus-Pose von hinten hinein. Ähnlich wie bei der Latt-Pose von vorne, auch hier den Daumen an den Knöchel ranziehen, den Daumen in diese Aussparung hineinlegen, wieder mit den Knöcheln richtig feste Druck gegen den Brustkorb ausüben, Handgelenke nach unten, Schulter versuchen hinten zu lassen, unten zu lassen und dann Ellbogen nach vorne ziehen. Und mit dem Ellbogen nach vorne ziehen, die Schulterblätter quasi von der Wirbelsäule lösen und nach außen ziehen. Also es ist nicht nur ein nach vorne ziehen der Ellbogen, sondern man stellt sich vor, man würde mit den Ellbogen nach vorne und außen gleichzeitig den Rücken richtig schön in die Breite bringen. Auch hierbei gibt es natürlich ein zu viel. Mach es euch mal so vor, das ist eigentlich zu weit. Hier kann man jetzt sehen, wenn man die Ellbogen zu weit nach vorne zieht, die Schulterblätter zu weit entfernt. Hier ist jetzt der Druck raus und der Rücken wirkt eigentlich, sieht optisch nicht so breit aus, wie er aussehen würde, wenn erstens die Daumen weiter hinten wären und erst mit dem nach vorne ziehen nicht übertreiben würde. Damit man da ein Gefühl für bekommt, achtet auch hierbei, auch bei der Pose, auf die Spannung in der hinteren Schulter. Wenn ihr es schafft, dabei Spannung in der hinteren Schulter aufzubauen und die Ellbogen mit Spannung in der hinteren Schulter, nicht nur nach vorne und unten, sondern auch nach außen zu ziehen, ohne dass die Spannung hier verloren geht, dann habt ihr den Rücken in der maximalen Breite ausgefahren. Auch hierbei wichtig, der Kopf ist am Ende ganz locker und entspannt. Gerade bei der Latissimus-Pose verkrampfen viele, bauen Spannung im Hals auf, im Nacken auf, legen den Kopf nach vorne. Dann wirklich ganz gezielt den Kopf locker machen, den Hals locker machen und ganz normal geradeaus gucken. Und dann, jeder daran denken, Kampfrichter sitzt nach wie vor unten, wollen die maximale Fläche sehen, lehnt euch in der Hüfte ganz leicht nach hinten. So, noch hierbei wieder, wenn der Oberkörper steht, geht gedanklich wieder die Pose von unten nach oben durch. Wenn der Oberkörper in Position ist, nochmal darauf achten,
Beinbeuger anspannen, Wade anspannen. Popo zusammenkneifen, nach vorne reinschieben, dass auch der Hintern möglichst angespannt ist und bleibt. Und dann im Gedanken nochmal oben Ellbogen nicht nur nach vorne ziehen, sondern auch nach außen ziehen. Rücken auffächern und die hintere Schulter auf Spannung lassen. Kopf entspannt und die Pose steht perfekt. So viel zur Latissimus-Pose in der Rückenansicht. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Die nächsten Posen gehen wir, im nächsten Video gehen wir auf die Seitenverkriegs-Pose ein. Vielen Dank fürs Zusehen für heute. Macht's gut.